Was geht, meine lieben Freunde, und herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Daymare 1998. Ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren. Wo hat denn der uns jetzt gespawnt? Ach, da hoch mussten wir, glaube ich, ne? So. Muss ehrlich gestehen, ich drücke mich immer ein bisschen, das Game zu zocken. Aber nicht, weil ich das Game schlecht finde, sondern weil ich mich die Rätsel immer auf den Sack gehe. Ich bin echt, also... So leichte, normale Rätsel habe ich kein Problem mit, ne? Aber diese... Ich weiß nicht, hier. Einfach so, ja, hier. Finde einfach mal raus. Habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, wie gesagt, angekündigt, bitte verzeiht mir da. Weil ich habe mir das jetzt im Internet die Lösung angeguckt. Ja, perfekt. So viel zum Thema Lösung. So müsste es sein. Ja. Oh, guck mal, da sind die Fotos. Die Bilder. Wie der abgemurkst wurde. Ich will immer eh drücken, von dem wegen dem anderen Spiel. Zum Aufheben. Ey, wieso könnt ihr nicht einfach alle einheitlichen benutzen? Einheitliche Tasten. Einer E, einer F immer. Kommt man immer nur durcheinander. The fuck ist das jetzt? Mach mal hier was in den Rücken ballern. Wie noch mehr? Perfekt. In dem Moment duckt er sich hier. Schön, dass er da wartet. Ach, der war unecht. Lass mich doch bitte in Frieden. Reload. What the fuck? Warum sprintet der auf einmal los? Er ist immer noch hinter mir. Ah, lass mich! Nicht der Dicke auch noch. Mann, du gehst mir voll auf den Sack. Uah. Da ist die Zunge drin. Uah, uah. Okay, nachladen. Kann ich auch nachladen? Oh shit! Man hält's nur von Sterben. Mama mia, ich bin 3 Minuten in-game, hab schon einen Bossfight hier, so einen Mini-Bossfight. Alter, Alter. Glaubt das alles nicht. Was sagt denn... Falsche Taste. Mein Leben sagt sogar nur alles gut. Ich dachte, der hat uns da echt heftig erwischt, aber anscheinend nicht. Major, I'm on the roof of the dam. The Citadel's been overrun. I repeat, the Citadel's been overrun. The whole situation's foobar. No survivors. Hold on. So, you made it this far. I'm coming for you, fucker. We'll meet real soon, you and I.
Jetzt, da Raven Gewissheit darüber hat, dass Sandman noch am Leben ist, muss er sich zum Hubschrauberlandeplatz auf den Damm aufmachen, wo er sich endlich mit dem Major treffen und ein für alle Mal aus dieser Stadt des Todes fliegen kann. Doch zuerst muss er sich Zugang zu den oberen Etagen verschaffen, wo bereits unzählige Infizierte in einem gewaltigen, unheilverkündeten Labyrinth aus Tunneln lauern könnten. Das Risiko ist besonders hoch, aber er hat keine andere Wahl, wenn er sein Ziel rechtzeitig erreichen will. Kapitel 5 Nullsummenspiel. 2 Stunden zuvor. Begib dich zu den oberen Etagen. Und bist du wieder am Leben? Oh, leck mich am Arsch, Alter. Bist du behindert, Game? Boah. Ich hab grad in die Hose geschissen. Dafür musst du leiden. Hä, was ist deine Mission? Wo kommt ihr denn her? Ich will keinen Kaffee, lass mich in Frieden, Elisa. Guten Tag, ich bin der Neue. Na, ich habe immer noch einen Herzstillstand davon, ey. Das war so random gerade. Voll hell das Menü. Mein Leben sagt nix gut. Nutze ich das? Nehme das. Oder was heißt nix gut, aber könnte besser sein. So, jetzt ist die Frage, wo muss ich überhaupt lang? Eine Map, wo habe ich die denn hier? Perfekt. Die sagt mir gar nichts. Also, soweit ich verstanden habe, muss ich hoch. Oh, was ist das? Mein Inventar ist voll. Ah, ich hab sowieso noch ein Kabel, also brauche ich da nicht. Wahrscheinlich muss ich mit den Aufzügen hoch, okay. Ich guck noch einmal da in den Main-Raum rein. Moin. Oder muss ich mit dem Aufzug hoch? Nope. Any Nopas? Guten Tag. Die kam hier raus, ne? Vielleicht ist sie noch was drin. Maybe hier? Nö. Oder doch? Wo ist denn so eine fucking Figur? Ach, ich suche die gar nicht erst. Kurz. Droppen. Was ist denn das hier überhaupt? Augentropfen. Ja, die baller ich mir so rein. Einer mit. Ganz kurz Angst gehabt, dass er das nicht mehr aufheben kann. Ah, da sehe ich doch. Magazin neues. Oh, nicht mal so schlecht. Ja, aber meint, ist ein Energieriegel. Sah aus wie ein Magazin. Da, was ist mit der Musik los? Es passiert nichts. Kein Boss hat nichts, die dreht komplett durch.
Hey, hey, hey. Von hinten ist feige, du Arsch. Das war mal der General. Aber dazu sagt er gar nichts. Zu jeder Scheiße sagt er weiter, weißt du, in deinen Gedanken. Aber hier zunächst. Die Jäger. Ehrenjäger, du. Ah, okay. Das war sogar die Hauptquest quasi. Wusste ich doch, klar. Ah, hier war der Relaxum. Ah, wie viele stehen jetzt hier auf? Schön liegen geblieben. Oh no, ich hasse das. Ein Aufzug mit zwei Seilen. Ja, da bin ich kein Fan von. Ich glaube, diese Tür geht auf, to be honest. Na, das sieht ja hier vielversprechend aus. Da vorne steht schon was, da steht auch einer. Finde einen Weg zum Hubschrauberlandeplatz. Ja, holy Jesus! Ich brauche die Sicherheitskarte des Vorgesetzten. Natürlich, aber sonst keine Probleme. Hallo, guten Tag. Gehen wir einfach davon aus, dass der Vorgesetzte hier ist. Nope. Okay, der Aufzug ist er nicht. Mann, kannst du dich mal verpissen? Mamma mia. Schade, dass ich seine dritte Waffe nicht gefunden habe. Der umgekippt ist. Ach nein, nicht noch mehr Codes und irgendwas eingeben. Betreff Bericht mit Prioritätsstufe 1, Empfänger, Abteilung für interne Angelegenheiten, Hexacore Biogenetics. Ich bitte Sie, diesen Bericht über die potenzielle gefährliche Vorgehensweise eines hochrangigen Offiziers der Hexacore Spezialeinheit mit äußerster Dringlichkeit zu behandeln. Die betreffende Person hat bei einem privaten Treffen erklärt, dass sie plant, die Firma zu hintergehen und sensible Daten an Konkurrenten zu übergeben. Auslöser dafür sind persönliche Gründe, die zwar sehr ernst und nachvollziehbar sind, aber nicht die Konsequenzen rechtfertigen, die ein derartiges Handeln nach sich ziehen würde. Eine Person, die ihm sehr nahe steht, hat sich deshalb heute freiwillig und voller Trauer dazu entschlossen, diesen Bericht zu verfassen. Ich spreche hier von einem Mitarbeiter und respektierten Kollegen, der diese Firma jahrelang treu gedient hat. Von jemandem, der mir lange sehr nahe stand, dennoch ist es meine Pflicht, Handlungen zu melden, die eine potenzielle Gefahr für die Firma darstellen könnten. Diese E-Mail wurde nie verschickt. Möchten Sie sie bearbeiten? Send. Toll, du hast uns alle getötet. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist immer voll. Aber dein Leben leider nie. Inventar immer, Leben nie. Use. Ausweis des Vorgesetzten. So. Das hat Inventar besser in dem Zeit. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
Emergency, das sind Augentropfen, ne? Wieder fürs Aim. Ah, das brauche ich nicht, habe ich genug von. Kappa. So. Mal eben voll machen hier die Bude. So. Was ist das denn hier für ein Raum, ey? Windkanal? Was ist denn von... Hey! So, was geht hier ab? Hoffentlich nicht zu viel. Moin, Männerz. Oh. Das für eine Geräusche Tür, ey, krieg ich ja. Oh. Ach du Scheiße! Mann! Steh ich doch nicht dahin, du Arschloch! Was tust du denn für eine Drecksau? Komm, du Zitterjochen, steh auf! Ja! Komm her! Komm her, komm her! Potz, Junge! Hab noch mehr davon, wenn du willst. Ah ne, er blutet lieber aus. Besser ist. Wenn der andere aufsteht, dreh ich durch. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich kann's hacken. Let's go. Jetzt wird gehackt. F. Cool. War das close. So, gib mir meine dritte Waffe. Ich krieg nur Munition. Wieso? Mein Inventar ist immer voll. God damn. 2 von 2. Pizza Mozzarella, Pizza Mozzarella, Mozzarella, was? Mozzarella, ich kann nicht reden, Mozzarella. Rella, Rella, irgendwas. 1998. Wie es aussieht, hat er sich selbst mit einer Granate in die Luft gesprengt, um dieses Monster zu erledigen. Guckt ihr das an, wie viele Waffen da hängen und ich kann nicht einen nehmen. Ich kann auch nicht die Disc aufheben, weil der immer nur... Ja, genau, schmeiß die auch noch weg. Schmeiß mal... What the fuck? Drop. Nehmen. Ausdauerflüssigkeit. Kann ich das kombinieren? Well, of course not. Benutze ich das? Kombinieren. 8. Wie viel ist das? Oder was ist das überhaupt? Shotgun-Muni? KSPD Spezialmunition. Mann. Ja, dann lass mal das Kabel liegen. Oder guck mal hier. Die tun wir auch rein. Ich habe leider diese K-Waffe nicht. Wahrscheinlich irgendeine Waffe, die wir übersehen haben, irgendwo. Eine Gesundheitsflüssigkeitsspritze. Kann ich jetzt damit kombinieren, endlich mal? Ja, wieso kann man nichts damit kombinieren? Was bringen diese Tetra-Pack-Drecksdinger denn? Wenn du immer nur mit dieser einen speziellen Sachen. Diese einen speziellen Sachen. Genau. Der hier wollte noch flüchten. So,
dann waren wir dahin. Das dauert mir zu ewig hier mit den langen Gängen. Schön liegen bleiben. Das sind doch Safety Sounds aus Resident Evil. Das hört sich genauso an wie der Sound aus Resident Evil Outbreak, wenn die Türen auf und zu gehen. Vielleicht etwas deutlicher. Okay, da geht's hoch. Also gehe ich erstmal hier lang. Irgendwie habe ich das Gefühl, beide Wege sind richtig. Ja, Mann, wie komme ich raus? Was? Ach, du blöde Kuh, bist auch gestanden, ne? Na klar, bist du das. Hier krieg ich Muni. Das sieht aus, als wäre da vorne ein Bossfight. Was ist das? So ein Heal-Ding, glaube ich, ne? Frage ist, wo kommen wir hier hin? Das sieht aus wie der Raum, den ich betreten muss. Ah, okay. Muss also hier rein kämpfen. Ja, schmeiß es weg. Du Hampelfritz. Okay, also Bossfight. Kabel droppen. Das hier mitnehmen. Adrenalin. Kombinieren kann ich das auch nicht hiermit, natürlich nicht. Nope. In den Opus. Kann mir auch keiner erklären, warum ich das nicht einfach da rein tun kann. Nee, da muss das dieselbe Munition sein. Gib mir schon mal die Shotgun. Ja. Testing. Säure, nicht im Ernst. Okay. Könnten wir mal nicht sprinten? Perfekt, bin instant tot. Was ist das denn für ein Neymar-Shit, Digga? Muss ich mir das jetzt angucken? Videosequenz überspringen. Ja, Enter. Aua!
Okay, das hat gar nichts gebracht. Ja, ich will zu weit weg davon. Ah, da geht's. Lass mich bitte in Frieden. Ey, er geht außen rum, wie sowas er denn? Hier kann ich nicht schießen. Guten Tag. Da ist Healing. Ah. Hier bin ich, komm her. Ah, jetzt hab ich dich. Motherfucker. Oh Gott. Oh, ich will ihn nicht stressen, aber kannst du mal ein bisschen schneller rummachen? Hey. Oh shit! Ah! Okay, ist das laut? Komm down! Hallo, guten Tag! Wie aufladen! Ach du. Heb die Muni auf, du Pfeife! Go, Doc, you said a few minutes. Was für Aufladen! Oh, der rennt immer runter. Was ist das für ein Arschloch? Er war so perfekt da drauf. Jetzt. Mann, kannst du mal da drauf bleiben, du Drecksau? Hey, yo, Mr. Doppelgesicht. Ja, also. Haha, gotcha, bitch. Ja, genau. Das hat er einfach so ausgehalten. Mein Inventar ist voll. Ich habe DVD gespielt, mein Freund. Ich duck dich einfach hier. Oh oh. Und sonst so, wie war euer Tag? Hey, beweg dich! Komm mal her, du! Wird Zeit für eine Runde Blitze! Easy. Ja,
klar, jetzt geht auf einmal ganz wundersamerweise die Tür auf. Begib dich zum Kontrollraum. Nee, sofort. So, dass ich. Hier den Gedöns habe ich mir mal rein hier. Das nehme ich mit. Und jetzt voll, hier lag aber auch noch welche. Schön erstmal einsammeln hier. Erstmal looten und leveln, das muss nämlich drin sein. In einem verdammt richtig guten Online-Game. Wie kann der hier drin gestorben sein? Höchstens verhungert, aber der ist einfach verbrannt. Like. Achso, ihr habt das nicht richtig gesehen, ne? War jetzt nicht der Licht an, ne? Bin ich außerdem nicht. Bin ich an der Tür hier reingekommen? Und wo ist der Doc? Das ist nicht der Doc, oder? The fuck? Er war ja keine sehr große Hilfe, der Doktor da. Geben Sie mir ein paar Minuten. War das sogar ein paar Stunden gefühlt, ey. Guck mal, jetzt immer noch am Werkeln. Das Vieh ist tot, Junge. Christ. I thought you were going to die in there. Thanks for your help, Mr. Mason. Dr. Mason. I work, or rather, I used to work in the treatment room. What was that thing? One of your lab rats gone wild? Well, you should know, of course. That thing is, or better yet, was one of yours. One of mine? What the hell is that supposed to mean? The CSR-03s your unit was transporting last night spread to the city, wiping out the entire population of Keensight. Each afflicted subject reacted differently to the effects of the toxin. As a matter of fact, the leak was so prolific that it even reached the dam. Trapping many of Hexacore's own and transforming them into ungodly monsters. Prior to infection, the members of Hades stationed there were administered an experimental additive that increases both physical and mental capabilities. But as a side effect, it seems to have generated some rather unusual varieties of form when combined with the toxin. Cut the bullshit. I put down some of those Hades things already, and they're completely different from what you don't get it. Not long ago, an Alpha team was called out to extract a survivor from your team. Meaning what exactly? By the time Alpha team arrived, something had literally torn the survivor to shreds. But he wasn't quite dead. The bioscanners indicated the formation of some genetic mutation, an anomaly. That's why the Big Shots ordered them to recover the specimen for analysts back at HQ. But what they found was something nobody expected. Both Castor and Pollux flourishing in harmony. The two viral agents had twisted together in some ungodly perversion that gave birth to something new. Wait, are you saying that that thing out there is Leave? Oh my God. Where did it go? How the hell did it get loose? Stay here. Come on, Doctor. But there's no stopping it. Don't you understand? Get the hell out of here, boy. But you don't have to. Listen, I'll buy you enough time to get to the helipad. Then I'm gonna bomb this damn place. It's just down there. Now go! But there isn't any other way. Go on, get out of here! There's no time left. I have to reach the helipad immediately. Aber bleibt schon liegen. Warte, wer war jetzt Leaf? War Leaf jetzt Sandman oder? Ich hatte irgendwie im Kopf, dass. Ja, natürlich. Das Leaf Dings da oben ist, aber der. Der uns verraten hat, der schon getötet wurde. Mir voll durcheinander mit den Namen.